I get confused by basketball rules. It's like math, you know, but fun. You just have to start watching more games. Maybe we can get a basketball video game to play together. That's not exactly how you learn to play, but it's a start. You won a lot of games, didn't you? That's what those trophies say. That's so cool that you're a sports hero. Huh. Yeah, it was. Everybody knew my name. I wish I could have seen you in action. Here you go. Those were the good old days. Man, I hate even saying that. But they really were. Did you and Mom watch a lot of games? Actually, she wasn't a big sports fan. Really? Funny, huh? But she liked to sit next to me and read. You got that from her, for sure. That's cool. What did I get from you? Well, my hero skills, right? So, when do you think we'll go get the pine tree? I told you, right after the game. You're not gonna bug me all day, right? No. Sorry. Okay. I'll see you later. I'll let you watch the game now. Yeah, fine. Just get me when it's over. Get ready for the tree. Can we get one that's like 10 feet tall? Only if you cut one down, Viking. We might need a bigger castle, too. Dad never smiles like that anymore. Dad was so popular. Ich habe das Gefühl, er ist eigentlich schon echt ein guter Vater, aber er ist so irgendwann einfach abgestürzt ein bisschen. Ich meine, so halb ist er, ne, echt toll und kümmert sich und so. Und andererseits dann auf einmal fängt er wieder an, so ein bisschen sehr aggressiv gegenüber ihm zu sein. If I could go back in time, I'd go see him play. Vor allem einfach, dass er halt morgens anfängt, Whisky zu trinken. Das ist schon... Das ist schon echt ein bisschen... Good job, buddy. Aim. Gut, da brauchten wir den Dingens für den Umhang. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. No. That does not look good. Wie auch einfach überall Bierdosen rumliegen, ist echt ein... Ooh, the mystery of the secret key is solved. Light on. I know this drilling sucks, but it's cool that Dad put it here. Das ist so ungefähr mein Stil. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. I'm too old to be measured now, right? Careful of booby traps. Mm.
Dad never told me he had a new friend. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zugehört, dass mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zu Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, es geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin Audra. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und ich will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen und sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wippt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel, Todd Hamill. That's scary. Versinkt ihr Leben im Alkohol? Sie sind nicht allein, wir können ihnen helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. So we moved because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerungen und Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diesen empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Mit freundlichen Grüßen, Clem Immobilien. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngeren Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in der Zukunft Erfolg haben. Mit freundlichen Grüßen, Schulinspektor Mangum, Schulbezirk Sunny Creek. Ja, dass er Alkoholprobleme hat, haben wir uns ja schon ein bisschen denken können. Dad doesn't play mom's records as much as before. Thank you.
There's a big bad hand pushing on my back. Do you understand? When I get home, been in the jungle, where's my bed to lick me clean? Feed my soul. So wunderschön. I love listening to mom's old records. Oh Mann, ey. Ich liebe Don't Not so sehr dafür. Ich liebe sie einfach so sehr. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Nein, 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 kannst du vergessen. That's way too high for me to reach. Stuhl. Dad was so angry at the police. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. I remember Dad yelling on the phone a lot. Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Mit freundlichen Grüßen, Mick Collins, Collins Privatdetektiv. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Asteroid Drive und Mantle Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer sie sind Teil einer potenziellen polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen, Barbie Recamonte, Verkehrsüberwachung. Ich frage mich, was bei seinem Arm passiert ist. Die ganze Zeit, ich habe irgendwie so ein bisschen, wenn man so sieht, ne, dass der Vater auch so ein krasses Alkoholproblem hat, frage ich mich, ob er das vielleicht war. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Also ich will ihm das unterstellen. Wie gesagt, ich denke halt, dass er seinen Sohn sehr, sehr liebt, aber ne, der Alkohol zieht ihn dann immer so ein bisschen da raus. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Oh man, she loved this song. I haven't listened to it since for a long time.
Habe ich die ganze Zeit gefragt, ob er das hört, aber hey, ja. Buddy, can you bring me a beer? Ist mir egal, komm. You already drank a lot of beer. Thanks, bartender. Now get me the goddamn beer, okay? I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. Okay. That's right, it's okay. Genau das meine ich. Dad loves his stat notebooks. Sind die hier drin? Ja. Now that's a nice cold one. Cheers. Man, that was fast, Dad. Well, excuse me. Okay, I'll slow down, Chris. This empty can is evil. Would Captain Spirit take care of it? Really? Yeah? Step aside, Mr. Erickson. Captain Spirit is here to recycle. You better hurry. This can's gonna destroy the town. Man, that was too close. Thanks, Captain Spirit. I'm always here to lead my team to victory. Ich kann's. Verdampfen. I see what you're doing. Stop it. I didn't do anything. Mann. That's how it's done. Yes. Ugh, I hate that beer can smell. I feel you. Oh no, I hate going to the water eater's lair. Geez, where's the heat? I bet the water eater's sleeping again. Interview? Süß. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? We will forgive them if they don't join Mantroid. He's not worth it. We have to live in peace, or you will destroy them. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero.
And now back to WHERO News. Süß.